Hoi, wir sind zurück. Wir haben diesmal nur... Ja, da ist er. Jericho dabei. Ich will den Hund nicht ins Minenfeld mitnehmen. Dogmeat ins Minenfeld mitnehmen. Klingt irgendwie schier und gemein. Das ist nicht cool für einen Hund. Und wer dann... Zur Hölle, ja. Nein. Zur Hölle, nein. Zur Hölle, nein. Wirklich. Jetzt schon. Ja. Ich habe Fisto gekauft übrigens. Aber das ist, glaube ich, gleich besser. War das schon alles? Das ist schon alles. Ja, genau. Erster Jaguar tot. Meine Damen und Herren, erster Jaguar tot. Das ist ein Anfang. Da. Der Typ. Ich will nicht, dass der Hund durch die Minen rennt, mittens auf den einen Gegner zu, der da drin lebt. Das wäre nicht cool, das wäre nicht cool. Deswegen nehme ich ihn nicht mit, was zu gefährlich für ihn ist. Garden Sess, da ist er. Vorsicht, er sieht mich. Ich habe mir extra Sturmgewehr-Muni für ihn gekauft. Ich hoffe, Jericho trifft besser. So, ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwas treffe. 21. Warum nicht? Nein, ah, einmal in die Brust. Oh! 50, sehr schön. Okay, ich sehe da schon die erste Mine unten. Kommen wir von der Seite rein. Okay, keine Minen. Keine Minen erwischen, Patrick. Dieses Haus ist gefährlich schon. Er markiert mir keine Minen. Jetzt könnte ich eine Kippe brauchen. Ich muss mich konzentrieren, Bro. Bro. Ich hasse diesen Ort. Das ist schon wieder ein Gegner. Keine Money mehr. Nennen wir mal Fisto, wenn wir ihn schon haben. Was kommt auf uns zu? Oh, von da. Gehen wir mal ziemlich viel Leben, oder? Ja, geht so. Eine Fisto reparieren lassen. Nur zur Information. Was? Du hast eine Powerfaust, du brauchst nicht zu treten. Ach, krass. Dem habe ich nicht gerechnet. Ich würde gerne quick saven, aber es hilft ja eh nichts. Speichern gibt es ja nicht. Die erste Mine. Was ist die zweite Mission? Minen aus dem Miniteil rausholen da. Eine Landmine, okay, ich habe genug Landminen. Ich hasse diesen Ort. Ich finde nicht mal den Eingang. Da komme ich vielleicht durch, aber es gibt auch einen offiziellen Eingang. Wo ist der offizielle Eingang? Ah, ich sehe sie. Verdammt. Oh, ich hasse Minen. Kein guter Start.
Das blendet so ineinander hinein, die Minen hier. Hier. Hier auf der Straße gehen, aber die in der Landschaft drinnen bei den Steinen. Die Steine sind so, sehen aus wie Minen. Da rein hier. Raider. Vorkriegsbuch. Danke, Bro. Was Schönes gelesen. Sehr schwer, verdammt. Muss ich mir merken. Das ist ein sehr schwerer Spind ist. Ich glaube nicht. Ich lese immer Zuhaltung zuerst. Das verwirrt mich. Ah. Nein. Okay, hier kann ich was safe picken. Ja, nicht alles. So ein Druckkopf doch. Oh, den brauche ich. Für mein kleines Gewehr, das habe ich noch nicht herstellen können. Ja, damit. Nehmen wir mit. Jetzt brauche ich noch Krücken. Ich habe den Dock auch nicht gefunden. OP-Schlauch brauche ich auch für die Dartwaffe. Vorkriegsbuch, hier. Go! Krücken. Ich habe alles. Ich habe alles, was ich brauche fürs Gleichgewehr. Gleichgewehr. Ja, fürs Gleichgewichtgewehr. Das Gewehr, das das Gleichgewicht zurückbringt, da ist leckt gerade voll. Vorkriegsbücher ist ähnlich wie Altmetall mit dem Geld dann und Erfahrung. Da gibt es auch eine Mission, die ich mir dann gönnen werde. Weil die ja gar nicht so. Hey, ich habe was gefunden. Ein. Ach, egal. War nichts. Leiche. Ich weiß, viele Leute stehen auf den Ghoul. Irgendwie finde ich Jericho cool. Ah, ist eine coole Sau. Hopp, Vorkriegsbuch. Hier gibt es viele, verdammt. Da werde ich fett abkassieren. Das ist Let's Play, schaut hier schon so aus, als wird. Ich sollte nichts versauen, indem ich was sage. Und dann mich noch ein paar Minen erwischen. Dass wir noch mehr Glück ist, so viel brauche ich gar nicht eigentlich. Ja, die Frage, ob ich die Minen verkaufe oder aufbehalte für Gegner. Okay. Perfekt mit dem Dietrich ausgegangen mit dem Level. Mich unrund, wenn ich nicht mich wo rein dietrichen kann. Ich wollte Hecken sorgen. Ich schaff's gerade nicht. Ich habe nur 20k Klammern. Krass. Nichts wert. Offen. Den Flammen nehme ich immer mit. Das ist schon zu schwer. Ich glaube, mehr als zwei werde ich nicht brauchen. Dampfanzeigen sollte ich eigentlich auch genug haben. Akir-Pistole habe ich, glaube ich, auch genug. Ich kann sie reparieren und muss sie nicht immer neu herstellen. Ah, oh, weg damit. Ja, mit der Taschenlampe. Wo kriegst du? Da wird fett abkassiert dann. Staubsauger? Nein.
Gut, dass wir Dogmeat nicht mit haben. Mit den ganzen Staubsaugern hier. Armer Hund. Muss sowas halt mitmachen. Ach, da ist wieder ein Raider. Wo habe ich das Ding hingehauen? Hingeschmissen. Der Boden sieht nicht gerade stabil aus. Ah, verdammt, das habe ich hier ganz vergessen. Chinesisches. Jericho. Ja, was gibt's? Nimm mal. Aber gern. Lassen Sie sehen, was Sie haben. Nur das beste Altmetall. Guter Mann. Ja, stürzen wir uns in die Action. Na, das tun wir. Mit Action meine ich looten. 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 Looten, looten, looten. Pfeile, ja. Die Waffe hole ich mir auch bald dann. Oder die Blaubrause. Führe die Waffe des Roller Skates. Und dann drücke diesen Häusern. Ich brauche jetzt eine ruhige Folge, bin ich halb müde. Und eigentlich ganz müde. Außer wenn ich dann schlafen gehe, dann bin ich wieder munter. Was haben wir hier? Irgendwas haben wir zum Lesen aufgenommen. Ja. Medizin, das ist auch wichtig. Dann sind wir fertig. Jericho hat kein volles Leben. Das stimmt mit dir nicht. Ein halbes Leben. Ja. In dem Auto ist das richtig gefällig, die Mine. Da ist der Spielplatz. Also im Spielplatz selber ist keine Mine. Ich habe schon so viele Minen. Gerade so, gerade so. Alle leer. Aber wenn es so gute Erfahrung gibt, manche Gegner killen, gibt wenig Erfahrung. Ups. So viele Pfeile brauche ich ja gar nicht. Mir sind gerade echt die Augen zugefallen beim drüberlaufen. Was ist das? Motorradbremse? Am 7. Tag. Nee, ich werde zuerst die reparieren lassen. Da bin ich faul. Interessieren Jericho gar nicht. Die sind so ungefährlich. Die fighten gar nicht mit uns. Wo kriegst du Buch? Yes. Perfekt. Perfekt. Wir sind wieder voll mit Sachen. Es wird Gleisgewehr gefrühstückt. Ich hab vergessen, wie beschissen hier alles ist. Ja. Ich brauche nur zwei Schläge. Ich habe auch nur zwei gebraucht. Zwei Schläge. Zur Hölle, ja!
Du brauchst nicht die gute Muni, Alter. Kakerlaken. What else? Ah, safe. Das ist genau die richtige Folge, die ich im Halbschlaf machen kann. Außer auf die gefährlichen Minen, aber die one-shotten mich ja nicht nach mehr Stealth Boys, das ist auch gut. Da wackelt was. Trip in Time. Leder gut. Übelreisen brauche ich euch nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, Turpentine wird für Nuka-Cola-Granaten gebraucht. Und Cherry-Bomben auch. Aber es kann eben auch das falsche Spiel sein. Ah, nehmen wir das auch mit zur Sicherheit. Okay, passt, passt, passt. Ein Krognack haben wir bekommen. Wo kommst du denn her? Wie bin ich über dir nicht drüber gelaufen? Da. Guter Ort zum Leveln. Okay, jetzt nennen wir diesen Turm vor. Das brauche ich nicht mehr. Zwischendurch sind die FPS-Drops so schier und man hupft so rum, dass mich die Augen fast ausklingt. Dass ich nur noch herschille auf dem Bildschirm. Kein Schaden genommen. Hier drin die Mine zu finden ist sehr unmöglich, fast kommt mir vor. Da ist eine. Da ist die nächste. Okay, wir haben hier ein paar Minen bei Gegner wie Myalok sind ja ziemlich gut. Alles, was man herlocken kann. Cherrybomben immer. Glück haben wir genug. Baseballschläger nichts wert wäre. Schlauch wird sogar gebraucht. Wo ist der Typ? Wo ist eine Leiche? Ein Stock weiter oben, oder? Außerdem habe ich schon die Stadt runtergeschossen. Hier ist er. Heckenschützgewehr. Das wird gespeichert. Ich nehme ihn mit. Man weiß ja nie. Oh ja, gute Loot. Danke, Bro. Der Sniper wird aufbewahrt. Auf dem Weg zur Pfeilpistole ist nämlich ein Spot, wo ein legendärer Sniper sein soll. Das nehme ich mit. Obwohl ich werde vielleicht eh nicht so viel snipern in diesem Spiel. Verdammt, direkt reingesprungen. Na. Oh. Ich sehe die Minen im Dunkeln besser. Jetzt ist der Filter wieder nicht so effektiv. Die Tageszeiten wechseln zu schnell. Wenden zu schnell, wollte ich sagen. Da 30 diesmal. Ich brauche die Erfahrung. Ich brauche einfach die Erfahrung hier. 6% ist eigentlich sehr viel. Die 6% sind die wichtigsten. Okay, dieses Haus kommen wir nicht rein, das ist das letzte. Das ist wahrscheinlich das Haus, wo ich den Schlüssel jetzt nehme. Ja. Aber ich halt nicht auf.
Ja. Haben wir noch gescheite Vorkriegsbücher hier? Da. Gut. Ah, meine Frau. Oh ja, Schrotpatronen. Schrotpatronen ist auch auf der Liste. Also zwei Schrotguns. Da ist ein Safe dahinter. Ich hab ihn gesehen. Gut versteckt, denke ich. Aber in diesen Zeiten hat es ja noch keine Bank gegeben. Nein, ich glaube nicht. Aber Banken hat es ja ziemlich früh schon gegeben, oder? Aber nicht so sicher, dass es sich auszahlt, indem wir im Westen schon überfallen worden sind. So viel Pfeilmoni. Und das werde ich gar nicht brauchen. Approx-Putzmittel war vielleicht noch dabei bei den Nuka-Granaten. Serpentin. Ist das Blut? Ah. Verdammter Superspreader. Globalismus brauchen wir sogar für unseren Fisto, glaube ich. Ja, wenn ich Doc mitnehme, der steht dann nur im Weg herum bei diesen Häusern. Also wird er nicht überall mitgenommen. Zu gefährlich für den kleinen Hund. Okay. Cool. Dann haben wir fast alles. Vielleicht noch ein bisschen weiter erkunden. Oder? In welche Richtung wollte ich gehen? Verdammt, jetzt ist es dunkel. Viel zu dunkel. In diese Richtung wollte ich gehen. Hier oben. Da werde ich wahrscheinlich wieder zu dieser Station gehen, dann ja. Okay. Ja, wahrscheinlich. Hier ist die Shotgun, glaube ich. Ja, hier. Und hier irgendwo. Oder ist das beim Fort Bannister? Wurscht. Ist egal. Ist egal. Oh. Zeit für abgeben, Mission abgeben. Ja. Hallo. Das ist dunkel natürlich. Sie sind nicht mehr gut ausgeruht. Keine Sorge, das werden wir jetzt beheben. Ja. Hallo, Schön, Sie Kempsworth. gesund und wohlbehalten wiederzusehen. Und Dog mit. Ja, auf, okay. Moira hat viel zu wenig lang offen. Die Öffnungszeiten sind ein Wahnsinn. Die muss in Geld schwimmen. Dogmeat steht wieder nur im Ich Weg hoffe, rum es verläuft wahrscheinlich. heute alles nach Ihrem Geschmack. Ja. Ah, Gleisgewehr. Gleisgewehr. Nicht vergessen. Gleisgewehr kann ich mehr machen. Da habe ich aber alle Teile auf Jericho. Hallo, Hallo, Lucy. es ist schön, Sie zu sehen. Wieso nimmt ihr sie denn? In Ordnung. Ich weiß noch nicht, was ich geplant habe. Nathan, warum bist du schon wieder hier? Ja, was denn? Aber gern. Lassen Sie sehen, was Sie haben. Brücke. Was habe ich noch übersehen? Kernspaltungsbatterie, her damit. Ja, stürzen wir uns in die Action. Oh, und 10.000 Minen noch mehr oben. Hey, wie stark ist es? Oder wie sehr muss ich es reparieren, dass ich es benutzen kann? Ah, es ist fast bei der Hälfte. Gleisgewehr hinzugefügt. Noch immer überlastet.
Ich werde einfach die Sachen, die restlichen verkaufen. Moira. Wie sind denn diese heißen kleinen Kartoffeln? Oder wie die Dinger eben heißen? Sie wissen schon, was ich meine. Meine eigene Landmine. Die habe ich mir immer schon gewünscht. Nun ja, zumindest seit ich Sie auf diesen Auftrag angesetzt habe. Nun erzählen Sie schon. Wie fühlt man sich, wenn man durch ein Minenfeld spaziert? Und wie ist es, eine Landmine zu entschärfen? Das war diesmal nicht das Schlimmste. Beweglichkeit. Das haben Sie aber schön gesagt. Das verwende ich in meinem Buch. Sollte ich Sie vielleicht als Mitverfasser statt nur als Wissenschaftler angeben? Ich weiß, Sie haben für den Moment genug Sprengstoff gesehen. Aber offensichtlich kennen Sie sich aus. Hier, nehmen Sie etwas für den Notfall. Diese Landmine bringt mich auf eine Idee. Ein schreckliches Gerät, das schreckliche Dinge anrichtet. Aber es ist ganz einfach, so etwas selbst zu bauen. Kronkorkenminenblaubrosse. Oh, schau. Was brauche ich für das? Das soll ich ganz übersehen. Aber ich habe auch noch nie eine benutzt. Kapitel 1 ist fertig. Ich versuche, Ihren tollen Sinn für Humor einfließen zu lassen. Weiter so, dann wird das Buch informativ und unterhaltsam. Hier, für Ihre Dienste. Ich habe ziemlich viele Stampacks gesammelt. Sie werden sie natürlich eventuell brauchen. Zwei Kapitel liegen noch vor uns. Das zweite Kapitel wird etwas kniffliger, denke ich. Es soll beschreiben, wie man auf Gedeih und Verderb mit den Kreaturen da draußen fertig wird. Dazu gehören die Abwehr von Maulwurfsratten, die Studie von Meyerlurks und, wenn alle Stränge reißen, die Behandlung von Verletzungen. Gut, dann wollen wir uns mal reinknien und mit der Arbeit an diesem Kapitel beginnen. Was kommt als erstes? Ich glaube, das Meyerlurk-Ding ist geschenkt, nennen wir das. Jetzt, wo ich das schon gemacht habe und Stealth Boys habe. Meyerlurks sind in manchen Gebieten eine große Gefahr. Wenn die Leute mehr über sie wissen, können sie ihnen aus dem Weg gehen oder sie austricksen. Ich besorgte mir dieses Observierungsgerät, um sie in ihrem natürlichen Umfeld beobachten zu können. Verstecken Sie es in einer der Laichkugeln im Bau. Während Sie daran arbeiten, gehe ich einer Spur nach, die mich zu zwei Stealth Boys führen sollte. Wenn Sie den Job erledigt haben, gehören sie Ihnen. Wer weiß, vielleicht lernen wir von den Meyerlurks sogar etwas Nützliches. Großartig. Ich schlage das Nest beim Anchorage War Memorial vor. Ich kannte mal einen Händler, der von Meyerlurks da unten erzählt hat. Gehen Sie rein und suchen Sie einen Ihrer Laichbälle. Die finden Sie vermutlich in Wassernähe. Legen Sie diesen Beobachter hinein und gehen Sie leise. Und sorgen Sie dafür, dass Sie keine nistenden Meyerlurks umbringen, da dies die Aussagekraft der Studie beeinträchtigen könnte. Ups. Die Informationen, die Sie uns bringen, sind großartig. Ich freue mich schon auf weitere. Mal schauen, was ich brauche für Landminen. Und Kronkorkenminen. Ah. Verdammt. Ich brauche keine Kronkorkenminen eigentlich. Sind Sie intelligent? Haben Sie ein Oberhaupt? Eine Art König? Oder Priester? Oder irgendein schleimiges Gemeinschaftshaus? Ich bin nicht intelligent. Ja, das sind miese Biester. Aber wenn sie intelligent sind, können wir sie aufhalten und trainieren. Vielleicht lassen sie sich reiten. Das wäre lustig. Das lässt sich was anderes. Folge vorbei. Folge vorbei. Was darf es denn sein? Ich brauche gar keine Kronkorkenminen. Kann die echt nochmal nützlich sein? Ich weiß es nicht. Da bin ich richtig. Okay, ja. Ja, peace out.